Willkommen zurück zu Final Fantasy Fables Chocobo Tales. Es geht weiter durch das tiefe Meer, nachdem wir mit Leviathan gespielt haben. Und das ist Herr Volgo. Volgo, du musst diese lästigen Zwerge für mich einfangen. Der schwarze Kristall hat sich noch nicht von Bebuses Niederlage erholt. Ich brauche Zeit. Na, hier ist ja auch ein Labyrinth, wenn ich das so richtig sehe. Jawohl, meine Herren. Ich kann mich nur auf dich verlassen. Nicht so richtig, oder? Griebel und Peekaboo sind nutzlose Schwachköpfe vor dem Herren. Wohl wahr, aber er auch. Wenn ich etwas dazu sagen darf, Herren, diese beiden Dumpfbacken geben sich alle Mühe. Oh. Verschonen mich mit ihrer Mühe. Ich will Ergebnisse. Sie haben nicht mal die Eisbrücke kaputt gekriegt. Wir sind wohl verschiedener Meinung. Ganz genau. Und in solchen Fällen bestimme ich. Klar? Na gut, ich schulde Ihnen ja noch was. Dann wird uns Herr Volgo jetzt scheinbar versuchen, innerhalb dieses Labyrinthes aufzuhalten, wie auch immer er das schaffen möchte. Was? Uff! Er schafft es scheinbar mit dieser Steinwand, die er da vorne gerade hinteleportiert hat. Und dafür hat er sogar extra diese lustige Juhu, ich hab was geschafft Musik bekommen. Ach, es ist eins von diesen Knopflabyrinthen à la Pokémon Arena. Ja, das heißt, wir drücken so lange auf die Knöpfe, bis wir den richtigen Weg gefunden haben. Da vorne ist auch Karbunkelfunkel. Irgendwo führt bestimmt auch irgendein Weg zu Karbunkelfunkel hin. Und irgendein Weg wird uns wahrscheinlich zum Ziel bringen. Die Frage ist nur, welches dieser Dinger hier uns wohin bringt. Vielleicht der oben links? Nein, doch nicht. Ach, pass auf, das ist genau der, aus dem wir die ganze Zeit reinkommen. Gucken wir mal hier unten links. Ah, der bringt uns wohin. Dann schauen wir doch mal. Moment, jetzt gehe ich einfach mal durch den zurück, wo wir gerade reingekommen sind. Sehr gut. Ne, der bringt uns doch nicht zu Karbunkelfunkel. Das bringt uns zum Ziel. Ah, sehr gut. Und das hier bringt uns genau wohin? Na toll, wieder ganz an den Start zurück. Okay, Dankeschön, Spiel. Dankeschön. Na, wir können doch erstmal zum Ziel gehen und später Karbunkelfunkel suchen gehen. Wäre natürlich gut, wenn wir den jetzt schon mal eben auftreiben könnten. Aber mir ist beides recht. So, dann teleportieren wir wieder hier durch und dann gehen wir mal hier oben links durch, weil das haben wir bis jetzt noch nicht genommen. Hallo Karbunkelfunkel, lange nicht gesehen. Ich bin Karfunkel, der Geist der Glückseligkeit. Das Glück hat etwas Mysteriöses an sich. Man muss es sich bildhaft vorstellen, sonst nimmt es nie Gestalt an. Sehr philosophisch. Ich helfe dir ein bisschen, indem ich dir eine meiner Lieblingskarten gebe. Er wird sich wahrscheinlich mal wieder selbst verteilt haben. Karfunkel mit Rubinlicht. Seltenheit 2 Sterne. Das ist ja mal ganz was Neues, dass wir eine Karfunkelkarte von ihm kriegen. Face, bist du jetzt glücklich? Du musst dich an kleinen Dingen erfreuen. Dann findest du etwas Wunderbares. Wunderbares, das nur dir allein gehört. Bis bald. Ja, tschüss, Karbunkelfunkel. Wir sehen uns wieder, wenn wir dich das nächste Mal zum Kartenabstauben finden werden. So, und dann teleportieren wir wieder zurück. Lass mich ran, es bringt uns wieder in den Start. Es bringt uns hier hin. Naja, auch recht. Dann gehen wir unten links rein. Dann gehen wir in den, in den wir gekommen sind. Dann gehen wir oben rechts rein. Und dann sollten wir auch schon am Ziel angekommen sein. Jawohl, wir haben es geschafft. Wir sind auf der anderen Seite. Ah, es ist ein Sahagin. Hallo. Und da vorne gibt es ein Mikrospiel für uns. So wie ein Apfel. Wir machen jetzt mal das Mikrospiel. Grün sein ist nicht leicht. Als Grüner hat man es nicht leicht. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Dann wollen wir mal. Ja. Verschiebe das Lilienblatt und lass es los, um die Kröte springen zu lassen. Sammle so viele Noten wie möglich, aber meide den Sahagin. Sollten wir schaffen. Hier ist der Sahagin auch. Ja, wir brauchen 10 Punkte für Silber, 25 für Gold. Tja, Peaks, Peaks. Könnt ihr denn nichts anderes? Ja. Ende! Das hat gut funktioniert. Ich dachte, der Frosch folgt dem Blatt. Yay, Spiel verloren. Wir versuchen das mal nochmal. Ja, wir ziehen das Blatt. Ah, okay, er springt erst in dem Moment, in dem ich drauf drücke. Das ist ja wunderbar. Ende! Ja, das trainieren wir mal kurz. Ich mich doch nicht hören an wie Yoda, oder? Naja, wir haben bis jetzt 6 Punkte gesammelt, also immer noch lange nicht genügend. Aber immerhin kriege ich langsam den Bogen raus von diesem Spiel hier. So, wenn wir dem Sahagin einfach nur genug davon springen, dann ist es eigentlich gar nicht so schwierig. Ich habe mich nur zu doof angestellt bei den bisherigen Versuchen. Oh, einmal quer hier oben drüber. Upp, so, wir sollten ihm nicht in den Weg springen. Schnell die Note hier vorne schnappen. Plunk, plunk, plunk. Ja, der Sahagin wird nicht wirklich viel gefährlicher mit der Zeit. Man muss halt, wie gesagt, einfach nur genügend aufpassen. Die haben wir sogar beide erwischt. Gute Arbeit, Frosch, dass du so einen breiten Körper besitzt. Mal eben schnell eine Ausweichaktion starten. Er wird langsam schneller, man merkt dem Sahagin an. Das Spiel soll ja auch irgendwann mal ein bisschen schwerer werden.
So, Moment, hier sollten wir erstmal nochmal ausweichen, bevor er uns aus Versehen gleich zwischendurch erwischt. Pauling. Ja, ausweichen, schnell ausweichen und über beide Nullen gleichzeitig. Haha. Das war Skill, purer. Und, ach, schade, da kommen wir leider nicht beide gleichzeitig erwischen. Da müssen wir den Sahagin erstmal wieder weglocken. Ja, komm zur Seite, Sahagin. Und her mit der Note. Ah, knapp. Puh, das war viel zu eng. Und darum, wir haben es geschafft. Plock. Ende! Gold und Silber gleichzeitig! 10 und 25 Punkte! Boah, so viel dann zu diesem Spiel. Krötenspringen ist geschafft. Das war gar nicht übel. Hier, meine schlechteste Karte. Du versorgst uns ja gut, lieber Frosch. Bismarck mit Einhüllen, Seltenheit 1 Stern. Naja. Und des Weiteren. Krötenmäßig cool! Hier, meine beste Karte! Und es ist Bismarck mit Einhüllen plus seltener 3 Sterne, na sowas. Er hatte wahrscheinlich auch nur 2 Karten in seinem Repertoire, die er uns geben konnte. Dann reden wir doch mal mit dem Sahagin. Hey, kleiner Partner, bist ein bisschen traurig, was? Nicht so wirklich. Und versuch nicht, dich dagegen zu wehren. Können diese Augen lügen? Ich hab hier was, das wird uns helfen. Gib da einen netten Ort, an dem du bestimmt was zu lachen haben wirst. Ich bin abmarschbereit. Und was ist mit dir? Alles klar? Dann mal die Stiefel und den Hut angezogen, Kleiner, weil du kommst nämlich nicht wieder. Weißt du, Partner, ich hab ja, du weißt wem versprochen, dass ich alle Chocobos namens Face, die hier vorbeikommen, mit dem Lasso einfange. Bist du bereit für ein Duell? Nein, sind wir nicht. Du bist mir vielleicht ein Vogel? Ja, im wahrsten Sinne des Wortes ein Chocobo. Erstmal gucken wir mal kurz, ob wir noch irgendwas in dem Labyrinth hier vorne übersehen haben. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir absolut alle Wege genommen haben. Ja, okay, da vorne ist die Wand, durch die wir nicht durchkommen. Das heißt, wir müssen definitiv den Sahagin besiegen, bevor es dort weitergehen kann. Na gut, dann teleportieren wir uns wieder zu dem Kerl rüber. Wie war denn jetzt nochmal der Weg darüber? Wir mussten hier unten links rein, glaube ich. Genau, jetzt weiß ich wieder. Dann in den wir gekommen sind, dann nach oben rechts. Ja, genau, perfekt. Da haben wir den Weg doch wieder, dass wir wieder rüber teleportieren können. Wunderbar. Ja, dann geht's wohl mal wieder an die Deckzusammenstellung, wie es aussieht. Gut, dass wir einiges an Pop-Up-Karten gesammelt haben. Dieses Mal müssen wir uns vermutlich gegen ein blaues Deck rüsten. Muss aber nicht unbedingt sein. Er könnte auch wieder irgendwas Buntes haben, wie der Golem. Dann erstellen wir uns doch direkt mal einen komplett neuen Stapel. Da müssen wir nicht unbedingt unser altes Deck auseinanderreißen, womit wir das Waldding besiegt haben. Wie nennen wir es denn dieses Mal? Es ist unter Wasser. Dieses Mal ist es ein Anglerdeck. Ja, dann nennen wir das Ganze hier das Angler-Set. Wunderbar. Okay, erstmal, wir haben auch Typhoon jetzt als Karte. Was kann der denn? 2 Schadenspunkte pro Rot in der eigenen KP-Leiste. Das ist doch meine Karte. Außerdem Brenneffekt. Das ist gar nicht so schlecht. Da könnte man schon fast ein Deck drauf aufbauen. Leider kämpfen wir gegen Blau. Naja, und Blau hat viele, viele Karten, die Rot blocken, wie wir schon festgestellt haben. Vermutlich zumindest kämpfen wir gegen Blau, wenn alles so läuft, wie ich das vermute. Erstmal kommt auf jeden Fall die Schildkrötenkraft Plus rein, weil die kommt einfach immer rein. Egal was ist, Schildkrötenkraft Plus ist im Deck. Der Wunderpanzer ist auch nicht schlecht, blockt auch Blau. Ich denke mal generell, Grün wird keine schlechte Wahl sein. Nehmen wir also mal mit. Der Wunderpanzer darf auch nicht fehlen, ist eine gute Karte. Der Gemachtzauber ist auch wunderbar, kann man sich auch nicht drüber beschweren mit 3 Symbolen drauf. Und dann gehen wir mal in unsere guten neuen gelben Karten. Wir haben ja einiges an Karfunkeln gesammelt. Der hier sieht zum Beispiel nicht schlecht aus mit dem Stummeffekt. Der Turbostampfer hier auch genial. Leuchtender Stern, eigentlich auch nicht schlecht. Rubinlicht. Schaden entspricht der Stärke der Gegnerkarte. Könnte man benutzen. Ich weiß nicht, wie stark unser Gegner hier immer sein wird, aber blockt nur auf Grün nicht, also auf jeden Fall auch super Karte. Dann haben wir hier Kate Sith mit seinem Megafon. Job, auch gelb-blaue Effekte überall. Also auch eigentlich nicht schlecht hier. Mit KP-Zerstörung ist super. Nehmen wir mit rein. Protest kann man auch gebrauchen. Alles Karten, die wir auf jeden Fall brauchen können. Ja, komm ins Deck rein. Ja, dann hatten wir hier den Eisengiganten mit dem Tackle. Braucht Grün und Gelb. Haben wir beides drin. Können wir sehr gut benutzen. Passt super in unsere Kombi rein. Irgendwie will ich Typhoon ja schon benutzen. Hier haben wir auch Typhoon. Ach so, das ist der gleiche Typhoon. Das war jetzt merkwürdig. Okay, alle haben also eine Typhoon-Kategorie und da gibt es wahrscheinlich genau die gleiche Typhoon-Karte, einfach nur in anderen Farben. Ja, dann haben wir übrigens neue Goblins. Schauen wir mal, was die neuen Goblins hier machen. 5 Schadenspunkte. Ja, und hier haben wir einen roten Goblin mit Meteorfähigkeit. Den hatten wir auch schon mal gesehen. Das sind ziemlich gute Goblins, die wir da gekriegt haben, muss man schon sagen. Passen aber gerade nicht so gut in unser momentanes Deck rein. Megafeder Plus mit Betäuben. Sehr schön. Kann man eigentlich ganz gut gebrauchen. Hat aber leider keine Blocker mit drauf. Nehmen wir aber trotzdem auf jeden Fall mit rein bei den ganzen gelben Karten, die wir momentan benutzen.
Ja, hier ist auch der gleiche Typhoon drin. Naja, soll mir recht sein. Wir haben neue Bismarckarten. Was können die denn Schönes? Einhüllen plus 3 Schadenspunkte. Kann leider nicht blocken. Breschenschlag plus. Braucht grün, blau und gelb. 5 Schadenspunkte pro Abwehrzone. Au, das kann übel enden. Das nehmen wir mal mit rein. Brauchen wir noch blaue Karten mit dazu. Wir haben bestimmt noch gute blaue Karten, die wir mit benutzen können. Besonders gegen blaue Decks. Kann man bestimmt irgendwas zum Blocken dabei haben. Statt 2 GP. Boah, Herr, das ist nicht so toll mit GP wiederherstellen. Einfrieren, 2 Schadenspunkte. KP Stiels blau. Blockt aber leider nicht blau. Ist also nicht unbedingt nützlich. Schauen wir bei Leviathan mal nach. Wir haben hier Gewitter. Gewitter ist zum Beispiel schön. Zerstört 2 KP. Macht aber nicht so viel Schaden und blockt auch nicht. Ja, Shiva mit Schneeschleier. Wir haben leider keine roten Gegner momentan. Schaden pro roten gegnerischen KP leistet. Das wird wahrscheinlich hier auch nicht so prominent sein. Aber hier, das mit den 8 Schadenspunkten, das können wir auf jeden Fall mit reinnehmen. Da brauchen wir nur mehr blaue Karten, die dazukommen. Damit wir mehr blaue Kristalle gleichzeitig nebenher sammeln können. Nehmen wir Leviathan wohl doch mit rein, was? Mit dem Schadenspunkte-Schwanzschlag hier. Wobei, es sind nur 2 Punkte. Da haben wir nicht irgendwie einen Nebeldrachen, der mehr Schaden macht? Da haben wir zum Beispiel einen, der 3 Schaden macht. Oder wenn du doch mal was das heilst. Naja, was soll's. Kann ja nicht schaden. Nehmen wir halt auch mal eine Heilerkarte mit rein. Und den Nebelhauch, damit wir mehr Punkte haben. Und haben wir noch irgendwas Gutes Rotes, das mit hier rein kann? Bestimmt irgendwo irgendeinen praktischen Effekt, den wir mit reinkloppen können. Wie sieht's mit Lamia-Effekten aus, die blau brauchen? Na, da bräuchten wir auch wieder rote für. Wäre dann wieder nicht so praktisch. Phönixe vielleicht. Hier, Flammenbarriere ist nicht schlecht. Gibt's noch was Besseres? Hier, ja, komm, Flammenbarriere, rein mit dir, dann haben wir unser Deck voll. Sollte eigentlich gut genug sein für dieses Deck, gegen das wir hier kämpfen. Bestätigen, das Angelset ist fertig, mit nur einer einzigen roten Karte drin. Selten für die Decks, die wir bis jetzt gespielt haben. Bis jetzt war alles irgendwie mit basierend auf roten Karten, was wir hatten. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt kämpfen wir gegen den Sahagin, dessen Text wir gerade eben schon gelesen haben. Ja, weißt du, Partner, wir sind bereit für ein Duell. Kann sich ja nur um Stunden handeln. Auf geht's in den Kampf. Es sind 20 HP gegen 20 HP. Soweit so gut. Er hat blau, rot und grün. Also verdammt gut verteilt die Farbgebung. Und wir haben nur Karten, für die wir erstmal irgendwelche Kristallpunkte brauchen. Das heißt, der Wunderpanzer Plus wird es erstmal sein. Weil damit können wir ziemlich sicher alles blocken, was er spielt. Außer es ist ein roter Angreifer. Ja, es ist Leviathan mit dem Schwanzschlag. Das heißt, wir kriegen einen grünen Punkt und er kriegt einen blauen Punkt. Aber sonst wird nichts passieren. Denn der wird logischerweise vom Wunderpanzer Plus geblockt. Dafür ist der Wunderpanzer ja auch da. Wuhu, Gegenangriff. Leider haben wir nicht genügend KP dafür. Traurig, traurig. Naja, so ab der zweiten, dritten Runde werden wir auch die ganze KP-Fähigkeit von uns benutzen können. Ah, sehr schön. Mega Flare. Das braucht keine Voraussetzungen. Das könnten wir also tatsächlich verwenden momentan. Ja, aber wir blocken, glaube ich, lieber erstmal noch eine Runde, damit wir tatsächlich... Ja, blocken wir auch wirklich. Das ist gut. Damit wir tatsächlich genügend KP für allen möglichen Kram haben werden. 3 Schadenspunkte sind erfolgreich verhindert von dem Feuerstrahl des Ifrits. Daneben, haha, Sahagin, hättest du wohl gerne gehabt. Tackle-Attacke, leider nicht genug KP. Oh, ist Tackle überhaupt KP brauchst? Das ist die schwächste Attacke im Pokémon. Naja, egal. Wir ziehen Adamantamai gemacht, aber nach. Jetzt haben wir ein paar Karten, womit wir, wie gesagt, keine extra KP brauchen. Dann spielen wir mal unseren Gemachzauber raus. Gemach ist immer gut. Und wir kämpfen gegen den Hinterhalt des Kaktoren. Perfekt gewählt. Wir wären geblockt worden, hätten wir unseren großen Mega-Flairer gespielt, Bahamut. Aber so kann der Kaktor uns nicht blocken. Wir machen 3 Schadenspunkte und er kann nichts machen, weil es nur ein Blocker-Kaktor. Überhaupt sowas in der Existenz dieses Spiels zu haben, ist merkwürdig. Blocker-Kaktoren. Hä? Ausweichkaktoren, aber Blocker? Naja. Da sind jetzt noch 2 blaue, eine rote Karte. Ja, da ist der Nebeldrache doch eigentlich wie gerufen, oder? Dann blocken wir mal, was auch immer jetzt passiert. Außer es ist selber ein Blocker, was er spielt. Okay, es ist ebenfalls ein Eisdrache. Also ein Nebeldrache, der mit der Eisbindung versucht zu blocken. Also Blocken gegen Blocken, das blockt sich gegenseitig und blockt sich komplett aus. Wir haben einen blauen Kristall erhalten.
Das heißt, wir können jetzt den Breschenschlag Plus von Bismarck benutzen. Sehr gut, sehr gut. Das heißt, 5 Schaden pro Abwehrzone auf dem Gegner, wenn der Angriff denn durchgeht. Es ist... Ach, Leviathan mit Gewitter. Der hat keine Abwehrzone. Super. Ja, dann macht der Breschenschlag Plus wohl oder übel trotzdem 0 Schaden. Da spielt man schon mal so eine Superkarte und dann kann man keinen Effekt damit erzielen. Das ist immer wunderbar. Naja, und wir spielen damit auch das erste Mal gegen eine Karte, die einen anderen Angriffstypen hat, als es eigentlich die Farbe der Karte ist. Den Leviathan besitzen wir auch selber. Nein, wir haben 2 Schaden genommen. Uah. Und jetzt haben wir auch genügend Blau bei uns. Ne, im Moment haben wir gar nicht. Doof, wir können Shiva nicht benutzen. Ja, dann halt erstmal noch nicht. Aber wir können Mega Flammer jetzt zwischendurch einsetzen. Das sind 2 rote Karten. Das... Ach, Mist. Ist jetzt natürlich ein Ifrit-Blocker. Und 3 Schadenspunkte, wenn die hinterste Karte grün ist, sind wir nicht. Das heißt, unser Angriff wird geblockt. Aber er macht dafür wenigstens auch keinen Schaden oder sonstige Effekte auf uns. Ach, sind wir unseren armen Mega-Flairer erstmal los. Traurig. Die hätte ich gerne durchgekriegt, die 5 Schadenspunkte. Plus natürlich den gelben Zusatzeffekt. Wir ziehen Schildkrötenkraft Plus nach. Er hat allerdings keine farblosen Karten für uns, die wir da irgendwie beeinflussen könnten. Wir könnten aber die Flammenbarriere spielen. Da ist definitiv was Grünes. Und es ist ein roter Angreifer mit Lamia, der Jungfernkuss, der jetzt 3 Schadenspunkte an uns verursachen wird und 4 GP bei ihm wiederherstellt, weil verdammter Jungfernkuss, das ist nicht gut, das Duell läuft gerade ziemlich schlecht für uns. Ja, er wurde wieder vollgeheilt auf die vollen 20 GP, man kann zum Glück nicht über 20 GP kommen. Und wir haben jetzt noch 15 übrig. K-Tiff, Katzenregen. Oh, ist keine schlechte Karte, aber momentan nicht ganz so nützlich. Shiva können wir immer noch nicht benutzen, das ist doof, also spielen wir einfach mal die Schildkrötenkraft und hoffen, dass wir gleich was Sinnvolleres nachziehen. Bismarck mit Einhüllen ist unser Gegner, der 3 Schadenspunkte verursachen würde, wenn wir nicht blocken. Aber wir blocken ja, leider können wir keinen Schaden verursachen, weil keine farblose Karte auf der gegnerischen Seite. Erfolgreiche Abwehr von Adamantamai, Schildkrötenkraft Plus. Wuhu, Adamantamai wartet, weil er kann nichts tun. Zumindest nicht in diesem Fall. Und den Wunderpanzer ziehen wir nach. Der könnte schon wieder eher Schaden machen. Das ist aber auch eine rote Karte auf der gegnerischen Seite. Hoffen wir mal, dass er jetzt nicht genau den roten Angreifer spielt. Wunderpanzer, der 3 Schadenspunkte machen könnte. Es ist Irdene Faust von Titan. Sehr gut, sehr gut. Das können wir blocken. Wir nehmen keine 5 Schadenspunkte von dem lieben Titanen, aber machen die 3 Konterschaden. Jetzt geht das Duell so langsam sicher wieder in unsere Richtung weiter. Wird auf jeden Fall ein verdammt langer Kampf hier, bis wir irgendwann mal zu einem Ende kommen, habe ich so das Gefühl. Vor allen Dingen, wie gesagt, weil Bahamut eben verschwendet wurde. Ah, der Turbostampfer, das ist doch mal ein guter Effekt. Dann spielen wir den doch gleich mal aus und hoffen, dass der nicht sofort wieder weggeblockt wird. Karfunkel Power! Es sind noch 2 blaue Karten auf der gegnerischen Seite. Ah, aber die rote wird gespielt. Das ist Bombe mit Explodieren. Kann allerdings leider nicht explodieren, denn kaboom, es ist ein erfolgreicher Angriff auf Gelb. Das blockt die Explodieren-Bombe nicht. Die Explodieren-Bomben, also die Delta-Abwehr-Bomben zum Beispiel, die hätten das geblockt. Hat er aber nicht gespielt. Traurig für ihn. Da haben wir K-Tiff jetzt 2-mal auf der Hand. Lieber der Katzenregen erstmal. Kommt bestimmt 1 von beidem. Entweder ein gelber oder ein blauer Angreifer raus. Und es ist Shiva mit Auslöschen. Ja. Yep. Zerstöre 3 rote Kristalle in unserer Leiste. Ja, das hätte jetzt nicht so viel getan bei unserem Set. Wir brauchen die roten Kristalle ja nicht. Aber die Schadenspunkte werden auch geblockt. Und ein Konter kommt dabei raus. K-Tiff Katzenregen-Attacke. 3 weitere Schadenspunkte. Damit kriegen wir den Sahagin dann auf 10 KP runter. Und ja, ne, soweit nicht schlecht. Rubinlicht ist sehr gut. Das können wir auch benutzen. Wir haben genug KP theoretisch dafür. Dann setzen wir den noch gleich mal ein und hoffen, dass da noch ein Angreifer kommt. Das ist Bismarck mit Mahlstrom. Haha. 2 Schadenspunkte pro Rot in unserer KP-Leiste. Da haben wir nur 1 von drin. Wäre also nicht so kritisch für uns. Aber noch viel besser. Wir machen Schaden entsprechend der Stärke der Gegnerkarte. Was ist denn jetzt die Stärke dieser Gegnerkarte? Fragezeichen. Es ist 0, weil es ist Schaden, je nachdem, was wir für uns in der Leiste drin hätten. Also durften wir den Effekt nicht übernehmen. Toll, die Karte ist ja echt situationsbedingt gut. Armer Karfunkel, könnte ruhig nützlichere Karten kriegen. Na gut, dann Megafon. Oh, es ist ein Gleichstand der Farbe nach. Aber der Eisengigant mit dem Überkopfschlag macht 4 Schadenspunkte. Das ist doof, das heißt, er wird auf 2 halbiert, wobei wir auf 1 halbiert werden. Naja, wenn du 5 oder weniger GP hast, wird die Stärke verdoppelt. Puh, hat er zum Glück nicht. Sein Überkopfschlag macht nur den verringerten Schadenswert.
Und wir haben denselben Karfunkel sofort wieder nachgezogen. Wunderbar, das ist nochmal Glück. Ja, da ist unglaublich viel Blau gerade auf der gegnerischen Seite. Dann spielen wir doch mal den Nebeldrachen. Mit 2 Schadenspunkten und Stumm können wir bestimmt halbieren, was auch immer kommt. Das ist Shiva mit Auslöschen. Ja, dann wird unser Gegner auf jeden Fall stumm geschaltet und wir nehmen wir nehmen einen Schadenspunkt. Das sind ja nur 3 Schadenspunkte. Und verlieren unser Rot aus der Leiste. Was sollen wir nur tun? Ne, verlieren wir ja gar nicht. Stimmt, wir machen ihn ja schon stumm. Haha, sehr gut. Er ist schon stumm, bevor er überhaupt angreifen kann, weil unser Angriff ja als erstes durchgeht. Das habe ich ganz vergessen. Das heißt, wir verlieren nicht mehr unseren roten Kristall, auch wenn das keinerlei Unterschied macht. Und da ist auch wieder Behang mit dem Mega Flare Plus. Ja, aber jetzt haben wir genug Blau, dass wir theoretisch versuchen könnten, die 8 Schadenspunkte durchzukriegen. Komm, Shiva. Die größte Hoffnung lastet auf dir. Und es ist eine generische Shiva, die Schadenspunkte pro Rot in unserer Leiste macht. Naja, dann kriegen wir immerhin 4 Schadenspunkte durch. Das ist ja auch nicht schlecht. Es hätte das Duell jetzt schon beendet sein können, aber nein, es wird trotzdem erstmal halbiert. Sie hat allerdings auch Versiegelung der Kristallfertigkeit durch unseren Angriff der letzten Runde, von daher kann sie uns nichts tun. Haha, Shiva, haha. Bleiben noch 4 KP auf dem Sahagin und wir können leider in dieser Runde, nur wenn der Mega Flare durchkommt, diesen Schaden verursachen. Komm schon, Spiel. Mach uns die Ehre, den Mega Flare als letzten Schlag zu nehmen. Jawohl, es ist Leviathan mit dem Schwanzschlag, aber dieses Mal die blaue Variation, nicht die gelbe. Das heißt, es ist ein erfolgreicher Angriff und Kaboom! Hyperstrahlattacke! Du hast gewonnen! Das war ein verdammt langes Duell, lieber Sahagin. Aber wir haben es geschafft und er wird wieder zu uns rüber rekrutiert. Was habe ich getan? Ich erinnere mich an nichts. Oh Mist, Gedächtnisverlust. Beim Denken tun mir die Schuppen weh. Was mache ich nur? Moment, da waren diese Frau und so ein großer Roboter. Die haben mir meine Erinnerung geklaut. So was? Deine Gil? Wie bitte? Glaubst du etwa, ich will dir einen vom Pferd erzählen? Aber nicht doch. Aber scheinbar doch. Da, meine Grammatik funktioniert wieder. Das war eine Gehirnwäsche. Verdammt nur eins. Ich würde doch nie... ignoriere den freudschen Versprecher. Hier für die ganzen Umstände. Völlig kostenlos. Der Sahagin wurde wohl nicht so richtig kontrolliert, was? Du erhältst Eisengigant mit Strahl. Seltenheit 2 Sterne. Und der Sahagin macht den Weg frei. Oh, ach, übrigens. Hier liegt ein Bilderbuch. Siehst dir mal an. Juhu, eine weitere Geschichte, die wir spielen können. Gibt was Schöneres, als mehr Geschichten zu haben. Ja, aber wir speichern jetzt mal ganz schnell, denn dieses Duell hat Ewigkeiten gedauert. Bis zum nächsten Mal also. See ya!